Oh, Polizei stoppt den. Den haben sie gefangen. Nicht mal mich. Spiegel checken. Genau. Am Ende rechts. Und dann die erste wieder raus, wenn natürlich keiner kommt. Oh, sieht ja ganz gut aus. Guck nochmal. Yep. Wie schnell hast du gefahren? 30. Wo steht das? 50. Das ist gut. Aber das sind halt Fragen, die du dir in der Prüfung während der Fahrt stellst. Mhm. Du fährst dann hier lang und denkst dir so, fuck, wie schnell, ich habe kein Schild gesehen. Das wäre schlecht, wenn ich meinen Fahrlehrer frage. Dann. Also du kannst mich ruhig fragen, ich werde halt nur nicht so viel antworten dürfen. Ja, ja. So, dann fahren wir aus dem Kreis geradeaus wieder raus. Mhm. In der Prüfung übrigens immer gleich, ne? Wenn der Prüfer nichts sagt, immer geradeaus. Genau. Wenn du rechtzeitig anbremst, hast du auch gute Karten, eventuell im zweiten da durchzukommen. Ich würde es jetzt nicht machen wegen ihm. Okay, er blinkt, dann gut. Fuß los, dann ist alles gut. Aber von meinem Bauchgefühl waren wir trotzdem ein bisschen schnell. Okay. Nächstes Mal. Oh, du hast ja noch zweimal die gute, oder einmal die gute Chance hier. Ruhig wieder drücken erstmal ein bisschen, ne? Genau. So. Oben das Schild hast du auf dem Schirm. Mhm. Ein Traum. Und dann die zweite wieder raus. Links rüber. Boah, ja. Erster Gang. Zu viel Risiko. Oh. Wie schnell darf man hier fahren? 30. Wo steht das? 50. Ja, okay. Dann fahren wir 50. Das musst du dich immer selber fragen. Ja. Wenn du irgendwo rausfährst aus irgendwelchen Straßen, biegst du ab, Kreisverkehr, irgendwie sowas, wenn da kein Schild steht und du bist innerorts, gibt es so viele Möglichkeiten nicht. Guck mal. Guck mal, jetzt. Ich habe so vorausschauend, deswegen, daran liegt's. Ja, ich habe einfach in die Zukunft geschaut, scheiße. Und zweite Gang. Warum ist das gerade passiert? Oh, locker, 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 locker. 30 PM. Was denn, der Ruckler? Ja, ja. Zu schnell. Also Kupplung zu schnell, loslassen. Mhm. Check, wer da am anderen, auf der anderen Seite am Hindernis ist. Und dann entscheide, ob du fährst oder du wartest. Ich warte lieber. Okay, dann erste Gang. Erste Gang. Ah, oben bleiben mit deinem... Hm? Und taste dich langsam ein bisschen nach vorne einfach. Lässt du mich auch durch? Keine Ahnung. Ich auch nicht. Ja. Okay. Nee. Du musst Entscheidungen treffen. Jo, gar kein Ding. Spiegel, Schulterblicke, ne? Du kennst doch so Idioten, die man schon von vornherein erkennt, weißt du? Der hat noch nicht Mund aufgemacht. Nein, aber du hast. Nein, aber du kennst doch so Menschen, du weißt, die haben noch nicht Hallo gesagt, da weißt du schon, oh, oh, das wird schwierig mit uns beiden. Und so musst du das beim Autofahren auch erkennen. Da steht einer. Du musst dann wissen... Scheiß Wagen, scheiß Person drin. Ja, das vielleicht nicht, aber du musst daran, wie der Wagen steht, was der macht, eine Idee entwickeln, ob der dich lässt oder ob der gleich einfach durchzieht. Als Beispiel, wenn du wissen willst, ob der gleich einfach durchzieht oder nicht, wartest du eine Sekunde länger als sonst. Und dann erkennst du am Auto, ob der jetzt so macht, wupp, 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 oder vorwärts oder Lenkräder schon dreht oder nicht. Weißt du, ja, der fährt gleich. Aber du musst die halt genau beobachten. Schalte. Yep. Ja, gefährliche Kurve, wie schnell wir da durchfahren, entscheidest du. In welchem Gang wir da durchfahren, entscheidest du. Ich habe keine Ahnung, du bist der Boss. Ich bin für alles offen.
Okay. Oh, okay, zweiter wäre besser gewesen. Klar. Ja. Ey, dafür, jetzt habe ich es gelernt, okay. Gefährliche Kurve, ja. Ja, du musst dir das immer einfach immer versuchen einzuschätzen. Du musst die Kurve beobachten und dann überlegen, zweiter oder erster. Aber dass du so mit dem dritten Gang durch eine große Kurve fährst, ist eigentlich sehr, sehr selten. So, 250 Meter lang hast du 30. Und nach wieder 50. Ey, jetzt check ich's, ey. Überall sind hier auch diese komischen Wartedinger, siehst du das? Ja. Ich würde mich nicht so sehr beeilen. So, entweder du fährst jetzt oder du wartest. Wenn du fährst, fahr mit ganzem Herz, nicht mit halbem. Mhm. Nicht ausweichen. Nicht ausweichen. Mhm. Das ist meine Chance. Du kannst stehen bleiben, das kannst du machen. Mhm. Aber ausweichen geht nicht. Ja. Spiegel, Schulterblick. Gut. Nochmal Spiegel, Schulterblick. Aber ich darf bleiben so in der Mitte, weil... Okay. Ja, du hast schon recht. So, 250 Meter würde ich einen Haken dran machen. Mhm. Das heißt, ab hier darf man 50 fahren. Nimm mal einen dritten Gang. Ob wir das jetzt machen sollten, in der Kurve, halte ich mal für dahingestellt. Ja, wir sind mal so lustig, halt, oder wie? Hm. Jetzt musst du dann wieder gucken, dass du an die 50 kommst und die Hände noch ein bisschen weiter runter nimmst. Ja. Die waren schon weiter unten als sonst. Jetzt nur noch so wie jetzt und dann ist alles cool. Okay. Nächste Ampel gleich. Fahren wir links weiter. Okay. Ich glaube, beim dritten wird das nichts. Oh Gott. Peinlich. Ach nee. Peinlich ist, wenn in dem Schwimmbad die Badehose reißt oben am Turm. Ist auch schon passiert. Das ist peinlich. Ja, scheiße. Sogar beides heute einfach. Was? Nein, du warst heute nicht im Schwimmbad. Nein, als ob. So ganz. Lass dir was einfallen, ne? Ja. Und ruhig ein bisschen Gas geben. Genau. Das ist mein Lieblingsschild hier. Und dann zieh. Jetzt drück richtig drauf, sonst wird das nichts. Weil es ein Berg ist, musst du mehr Gas geben als sonst. Wie ja, beim Fahrrad fährst du bergauf, musst du mehr trampeln. Und vierte Gang, ne? Jo. Können wir die grüne Ampel bekommen? Ich weiß nicht, wenn du ein bisschen anbremst, hast du vielleicht gute Karten. Mach mal Kupplung, bremst noch ein bisschen. Dritte Gang halt, nicht vierte. Also dritte Gang, ne? Vierte. Wenn du irgendwo bei 60 bist, okay. Genau. Wenn der Bus da einfach steht, tschüss, der trinkt einfach Kaffee, keine Ahnung, was er macht, mir egal. Aber dann nichts mit Schrittgeschwindigkeit oder so. Ne? Siehst du die Ampel? Ja. Gut. Gut. Wieder schalten. Nice. Schilder weit nach vorne gucken. Aha. Schilder wieder gucken. Mhm. So kriegen die dich, ey. Dich? Mich nicht. Ja, okay. Bisschen links rüber und zweiter Gang. Aha. Mhm. Oh. Zu schnell. Keine Cappuccino. Ein bisschen mehr Piano muss ich machen, ey. Mhm. Guck mal, wie schnell du fährst. Baustelle ist noch nicht vorbei. Du hast da keine. Das war mich so rallig, ey. Jetzt kannst du Gas geben. Jetzt drück wieder drauf, halt auch bergauf und dann dritte Gang. Gut. Und weiter Gas geben. Dann fahren wir rechts. Ein Traum. Jetzt schon die Ampel erkennen, aber noch nicht runterschalten, sondern einfach nur gucken, Bremse, beobachte die Ampel und dann fährst du locker weiter. Zweiter Gang und weiterfahren. Weit links beobachten. Wenn zweiter Gang nicht geht, bleibst halt stehen und nimmst den ersten.
Jo. Piano. Und dritter Gang. Ja, wenn du den ersten so hoch ziehst, dann hat der zweite fast gar keine Chance mehr. Verstehe natürlich, wenn du aus der Kurve rauskommst, dass du schnell weg willst. Aber wenn du ein bisschen zu viel gibst, dann ist schon... Du musst einfach genau richtig viel so. Ja, guck mal, wie schnell du fährst. Ruhig 50, ne? Ja, 50, ne? Si. Si, si. Si, si. Aber keine 56, ja. Nicht vor der Polizei. So, Ampel haben wir im Griff. Korrekt. Was geht heute noch? Boah, ich weiß actually noch nicht. Vielleicht gehe ich einfach pennen hier nach, weil ich habe echt nicht so viel geschlafen. Na, okay. Ja. Das ist Luxus. Ja, das kann ich mir manchmal gönnen. Bei dir? Noch so ein, zwei Fahrschüler? Ich habe heute nur dich. Bin ich gleich, ja, auf das ist ja der perfekte Tag. Ist so. Ich muss um 12 Uhr auf einer Hochzeit sein schon. Oh Gott. Also zum Glück nicht auf meiner eigenen. Oh ja, das wäre stressig. Und ja. Ich bin auch noch Fahrschüler davor. Oh, guck mal. Hör mal. Hörst du das? Aha, ja. Ersten Gang hast du drin, oder? Ja. Ja, was heißt einordnen? Ganz langsam, lass dir Zeit. Guck mal, du hörst den jetzt. Und jetzt ganz langsam so ein bisschen rechts rüber. Mach mal langsam. Ein bisschen rechts rüber. Die vorne haben das noch nicht gecheckt. Fahr mal noch ein bisschen rechts rüber. Und stopp. Nice. Erster Krankenwagen, ey. Beobachte, ob noch mehr kommen. Ich glaube nicht. Und langsam weiter. Ruf mich jetzt an, ey. Das kann ich dir nicht sagen. Aber lass erstmal klingeln. Okay, und zweiter Gang. Ist übrigens mal in der Prüfung passiert. Und da hat der Fahrschüler so weggedrückt und gesagt, Mama, ich habe jetzt Prüfung. Nein, in der Prüfung. Wir fahren rechts. Wir fahren rechts weiter. Spiegel, nicht Gas geben, nicht Gas geben. Du verbaust dir alles. Blink, Seiten, blink. Aber echt nervig, dass ich gerade angerufen werde. Schaffst du wegzudrücken? Nee, das versuche ich jetzt auch nicht. Also schaffen ist was anderes als können. So. Anbremsen? Ja, das reicht. Und dann locker nur sie beobachten. Ich stehe so ein bisschen. Ja. Also. Meine Straße, ey. Genau. Wichtig ist, nur auch mal für später, ne? Wenn das Handy in so einer Handyhalterung ist, dann kannst du ruhig draufdrücken. Ja, oder so eine Freisprechanlage. Genau, so. Das kannst du machen. Darfst es halt nur nicht in die Hand nehmen, auflegen und wieder weglegen. Ja. Das kannst du nicht machen. Blick muss oben bleiben. Oh mein Gott, das hört auch nicht auf. Rechts, links, gucken. Du bist begehrt am frühen Morgen. Du kannst, wenn du es schaffst, bei 30 Tempomat drücken. Klar schaffe ich das. Dann. Gut. Aber wenigstens ein schönes Geräusch, so ein bisschen Mucke. Es, so. Du musst es durchziehen. Fahr ein bisschen weiter um ihn drum rum, nicht, dass er die Tür aufmacht. Ah, ja. Cool. Sehr vorausschauend von dir. Das ist mein Job. Geil. Es kann sein, dass es mein Wecker ist, weil ich normalerweise nicht so früh aufwache. Ach so. Oh Gott. Naja, dann werden wir gleich an der roten Ampel stehen. Dann kannst du... Hast du Wecker und Klingelton gleich? Nee. Ich werde von beiden nicht wach. Ja, ich bin immer so 6 Uhr, dann bin ich irgendwie genetisch wach. Ah, das ist schön, so eine Uhr in dir drin, so. Ja, ja. Das hat mein Dad auch, der braucht seit Jahren einfach keinen Wecker oder so. Ja. Und dann komme ich so während der Fahrstunde erstmal wach werden. Alle. Ja gut, du bist auch noch young. Young, ja. Hier sind zwei Linien an der Ampel, ne? Hast du gesehen? Ja, die da vorne auch, ne? Hm. Weißt du, warum da zwei sind? Für mich? Hier oben ist ein Radweg. Mhm. Der geht theoretisch hier runter. Und dann könnten sich Fahrradfahrer da hinstellen und links abbiegen. Das ist total bescheuert, hat noch nie einer gemacht. Habe ich noch nie gesehen. Das ist aber, unsere Stadt hat sich das einfach ausgedacht und hat gedacht, es wäre eine tolle Stadt. Lünen, ja. Ja, ist so. Hirnriss, richtiger Hirnriss. Wessen Hochzeit, wo musst du hin? Elisas. Lisa, wer ist das? Kenn ich die? Unsere Elisa. Ach so, bei dir ist? Ja. Ach, das ist doch cool. Ja, ich hoffe, die ist gerade nicht am Arbeiten, ne? Nee, ich glaube, die bereitet, glaube ich, ihre Hochzeit vor. Ja, ich glaube, die hat da ein bisschen Prioritäten so. Korrekt. Ja, guck mal, ich habe selber gecheckt, ne? Können wir die nächste Fahrstunde in so einem Tesla machen, der selber fährt? Und du willst nur Knopf drücken und hinten Schach spielen oder was? Ja. Also einen Film anmachen auf dem Display. Check einmal aus. Ja. Keiner da, dann kannst du locker weiter. Auch das ist der Nachteil vom Tempomat. Der sieht halt solche Sachen nicht, ne? Und da musst du einfach immer wirklich die ganze Zeit aufpassen und ja. Ja, deswegen meinte ich auch Tesla.
viel besser. Der macht alles von alleine. Boah. Ich will dem schon nicht alles vertrauen. Ein bisschen am Gas bleiben? Ist ja keiner. Am Gas bleiben. Und dann rechts weiter. Guck mal. Kannst du reingucken? Mhm. Im ersten. Okay. Lösen und dann locker rum. Und dann rechts weiter. Hier rechts? Mhm. Ah, da kommt ein Fahrradfahrer. Warten wir? Ja. Schauen wir. Ach, sie wartet, okay. Das meinte ich mit erkennen. Mhm. Ob Auto oder Fahrrad ist quasi fast egal. Du musst erkennen, was machen die, wie verhalten die sich. Manche werden jetzt weitergefahren. Mhm. Also ich wäre weitergefahren, wenn ich in ihrer Position gewesen wäre. Spiegel gucken, nicht, dass sie noch hinter dir herfährt. Und jetzt musst du abschätzen, ob einer von vorne kommt. Ich sehe nichts. Ich sehe auch absolut gar nichts. Und dann langsam reintasten. Spiegel gucken, Blinker, Schulterblick. Das ist eine ekelhafte Straße. Hm. Bisschen links bleiben. Rechter Spiegel beobachten. Hm. Seitenblick. Und wieder rechts rüber. Ja, nicht beeilen, Spiegel, Blinker, Schulterblick. Wenn du Gas gibst, ja, hast du keine Zeit mehr. Einfach so durchrollenmäßig in diesem Tempo oder wie? Also in der Situation gerade? In der Situation, genau. Okay. Jetzt kannst du wieder ein bisschen Gas geben. Bisschen links bleiben. Links bleiben. Zweiter Gang, alles gut. Links bleiben. Nur ganz oder gar nicht. Nicht, dass du so halb Platz machst, weißt du? So, jetzt kannst du in den Spiegel gucken, dass kein Fahrrad kommt und wieder rechts rüber. Das geht. Vogel, bitte geh weg. Oh. Hey, was mit Spiegel, Schulterblick, Blinker, keine mehr? Der Vogel hat mich gleich aus dem Konzept gebracht. Links weiter. Erster Gang, langsam, langsam, du siehst nichts. Erster Gang. Lass dir Zeit. Oh süß, hab mich voll angelächelt. Ah, damals, da war ich auch in der Fahrschule. Ich war genauso wie sie. Ja, ja, ja. Da habe ich auch mal für die Vögel angehalten. Und Leute angefahren, ja, ja. Ach, das waren wilde Zeiten, ey. Guck mal, hier ruhig noch ein bisschen schneller. Ich weiß, ist zwar nicht so... Ah, nee, guck mal. Ich habe das schon voraussehend gesehen. Ah, nice. Mhm. Aber nicht ausweichen. Weil wegen Bordstein. Stehen bleiben ist immer eine Option, ausweichen nie. Am Ende fahren wir gleich rechts. Auf jeden Fall safe. Stoppen, dann erster Gang. Berganfahren hast du auf dem Schirm? Ja, Gas geben, ne? Ja, also Gas ist ein Bestandteil davon. Ja, links. Links schauen. Nee, ich meine Berganfahren. Weißt du wie? Nee. Du bleibst an der Bremse mit einem Fuß. Löst die Kupplung, bis du richtig Druck drauf hast. Mach mal. Also Bremse festhalten. Nee, Bremse festhalten. Ah. Das reicht. Nicht Kupplung loslassen. Zu viel. Bisschen weniger. Nur ein bisschen. Noch ein bisschen. So ist okay. Jetzt löst du langsam die Bremse, dann rollst du nicht weg. Ich check. Gut. Also dieses Gefühl, okay. Nur die Kupplung nicht loslassen, sonst springt er dir weg. Och, Junge. Kannst du mein Handy nehmen? Sicher. Dankeschön. Alarm, stopp. Danke. Ach, kein Ding. Das hat mich jetzt nochmal verrückt gemacht, ey. Ich will auch die letzten 5 Minuten schön entspannt mit dir haben. Ach, ohne Wecker. Das kriegen wir hin. Genau. So, dann jetzt gleich nicht in die Falle gehen. Mhm. Also hier ist 50, ja. Aber wir brauchen keine 50 hier. Ja, schon mal das. Also wir haben ja auch Vorfahrt, ne? Mhm. So. Und jetzt sagt der Prüfer, um dich ein bisschen abzulenken, wir wollen irgendwo umkehren. Und dann schießt du dich hier vorbei und hier ist rechts vor links. Richtig fies, ne? Oh, das war richtig fies. Ja, also hier ist rechts vor links, hier musst du schon Fuß über der Bremse so bremsbereit sein und so mit den Augen da drin sein. Und der Prüfer sagt vorher schon, bitte suchen Sie sich eine Gelegenheit zum Umkehren. Und dann bist du im Kopf schon so, ja, ich war da vorne. Ja, wo kann man denn hier umkehren? Ja, und dabei hast du keine Aufmerksamkeit mehr auf der Straße. Mhm. Aber du kannst auch hier umkehren, überall auf den Parkplätzen. Du kannst einfach einen Blinker rechts machen
nur einen Blinker rechts, dann bleibst du auf der Straße quasi stehen. Einfach stoppen, bleib mal stehen. Ja. Und dann fährst du rückwärts auf den Parkplatz. Ja, geil, ey. Okay, das kann ich, glaube ich. Ich trau's uns zu. Ach, dann. So. Genau. Langsamer. Wir haben viel mehr Zeit. Langsamer. Wieder nach hinten gucken auch. Genau. Und dann stoppen. Reicht schon. Bremse. Genau. Ja, Blinker. Rechts, links abchecken. Wenn alles easy ist. Dann kennen wir. So, Verkehrszeichen hast du auf dem Schirm? Jo. Ja, und dann ein bisschen Gas geben, zweiter Gang. Ja, jetzt hast du kein Gas gegeben, jetzt bist du unter 10. Das ist keine gute Idee für den zweiten Gang. Erstmal Gas geben. Ja. Und dann links weiter. Kindergarten. Kindergarten. Ich finde es ein bisschen wack, wie im Englischen das Wort einfach geklaut wurde. So. Ja, Badewanne ist auch geklaut. Badewanne? Bathtub. Und Bademantel. Aber die haben das wenigstens so ein bisschen so geändert. So Bathtub, Badewanne. Ach so, nee, ich meine, das ist auf Kroatisch. Heißt Bademantel tatsächlich Bademantel. Du bist auch genauso ausgesprochen? Ja. Also, das Wort heißt so. Und naja, mit den deutschen Kroaten, mit denen ich mich unterhalten habe, die das Wort Bademantel aussprechen, kann ich jetzt nicht definieren, ob sie es als deutsch oder als kroatisch ausgesprochen haben. Aber es klingt wie Bademantel. Okay. Ja, mindestens etwas. Das fahren wir hier links auf den Hof, kannst schon Spiegel gucken, Blinker. Ruhig auch erster Gang, weil ist Käse hier. Und schön langsam hast du Zeit. Gucken Sie. Gucken Sie, kommen Sie. Und dann lass dir wieder Zeit. Also so schön langsam mit dem Gefühl. Genau. Und dann fahren wir einfach so, als würdest du in den Bulli fahren wollen. In den Bulli, der da? Ja, einfach so gerade drauf zu. Ja, noch ein bisschen Platz haben wir noch. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Bulli, der sieht so gefährlich aus. Ach Quatsch. Der lacht sogar, guck mal. Ja, ja, du hast auch recht. Und stopp, das reicht. Okay, Gang raus, Handbremse zieh an. Park fertig und Diebstahl sicher abstellen. Okay, wenn du das sagst. Erstmal für den nächsten. Habe ich gehört. So. Ja, noch weiter. Genau. Lenkradschloss ist drin. Und erster Gang, dann bist du komplett safe. Erster Gang? Ja, gut. Das war eine gute Stunde. Dankeschön. Gut gemacht. Ja, ich habe mein Bestes gegeben. Ich war den besten Fahrlehrer. Ja, zwischendurch hast du, glaube ich, gemerkt, es war ein bisschen schwierig. Ja, ich muss ein bisschen Piano lernen, glaube ich. Noch. Ja, genau. Weil sonst stresst sich das alles zu sehr. Dann nimmt der Prüfer dich auseinander. Mhm. Haben wir schon die nächste Stunde? Ja. Cool. Gehen wir gleich einmal rein, gucken nochmal, wann die ist. Dann sprechen wir noch zwei, drei Sachen ab. Und dann machen wir genau so weiter. Also wirklich langsam. Das ist so eigentlich die größte Mission, die wir noch haben. Piano gefällt mir. Cool. Ja. Vielleicht nochmal Klavier, aber okay. Klavier. Okay, also beim nächsten Mal machen wir quasi das Langsame rechts vor links, die Ecken. Und einfach je langsamer du da bist, wirst du merken, je leichter wird es dir fallen. Ja. Ich freue mich schon. Gut. Perfekt. Pass auf dich auf. Okay. Bis nächste Mal. Yes, sir. Das war Fahrstunde mit Emre. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Was soll ich sagen? Danke ansonsten fürs Zuschauen, liken, abonnieren, den ganzen Gedöns. Ihr wisst, wie es läuft. Ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns nächste Mal. Passt auf dich auf. Bis dahin. Tschüssi.